Kennen Sie den Rechtsanwalt Witti? Sagt mir nichts. Auch zurückgetreten, er hätte wohl auch sehr viel aufgedeckt. Und sei dann. Wir stellen nur immer wieder fest, wenn bestimmte Leute etwas aufgedeckt werden, werden die wie Denunzianten abgeurteilt. Ja. Gesellschaftsrechtlich, in der Gruppendynamik. Ja. Und wer in dem Bereich arbeitet, muss auch damit rechnen, dass er im bildlichen Sinne Gegenschläge bekommt. Wie dieser Mechanismus funktioniert, ist definiert durch die Gutenberg-Affäre. Da hatte mir ein Hausvermieter in einem persönlichen Gespräch erzählt, sein Rechtsanwalt hätte ihm erzählt, Herr, sowieso, wir dürfen bei Gericht auf keinen Fall auffallen. Wenn wir auffallen, riskieren wir, dass wir hier in Dortmund keinen Prozess mehr gewinnen und müssen unter Umständen die Stadt verlassen. Das habe ich auch schon gehört, dass derjenige, der sich dem Kantinenverband verschließt, auch sanktioniert wird. Was heißt Kantinenverband? Es gibt einen erweiterten Gruppeneffekt, dass Richter oder Staatsanwälte an einem Tisch mit Anwälten sitzen und wer da querschießt im täglichen Leben, gehört nicht mehr zu der Gruppe. Das führt so weit, dass es dann einige landesbedienstete Richter gibt, die vor bestimmten Verteidigern oder Anwälten warnen und sagen, gehen Sie da nicht hin, dann verlieren Sie Ihre Prozesse. Es geht auch so weit, dass solche, die sich dem Gruppenzwang nicht unterwerfen, auch keine Pflichtverteidigungsmandate mehr bekommen, keine Prozesskostenhilfemandate bekommen, die das Gericht ja sonst vermitteln kann. Das heißt, es gibt auch einige Fälle, die so weit gehen, dass der Unbequeme keine Betreuungsmandate mehr bekommt, keine Pflichtverteidigungsmandate mehr bekommt und so dann ausgegrenzt wird.